Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Ja, ich habe ein bisschen rumgebastelt, habe ein bisschen im Internet gesurft und gesucht. Ich habe was gefunden, was mir gefällt, aber auch eben noch nicht. Aber wir lassen das erstmal stehen, vielleicht fällt uns irgendwann mal was anderes ein. Aber solange das hier funktioniert, supi. Und zwar eigentlich ganz einfach, ich hol mir mal ganz vorne was raus und dann sieht man, was dann passiert. Also hier sind jetzt noch 11.000 drin, die greifen jetzt natürlich alles rüber und füllen ihn damit wieder auf, so dass überall 11.000 Stück drin sind, beziehungsweise 12. Also er versucht, das jetzt auszubalancieren. Hier kommen jetzt natürlich schon neue rein, weil wir jetzt natürlich welche rausgenommen haben. Und genau. Somit haben wir genau das geschafft, was wir wollen. Hier sieht man jetzt, das ist sortiert. Selbe Menge. Fast dieselbe Menge. Und wenn ich hier mal sortieren würde, auch fast dieselbe Menge. So, wir gucken mal. Ist jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber ja, bleibt nicht aus. Okay, aber es funktioniert. Das, was wir geplant hatten. Auch wenn ich jetzt hier neue reintue, versuchte die direkt wieder zu balancen. Okay, perfekto. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem. Und zwar ein Zugproblem. So, und ich habe nämlich was vergessen, oben einzustellen. Und deswegen fahren wir jetzt einmal ganz kurz nach hier oben. Irgs hier hin. Und zwar, ich glaube, man sieht schon, was das Problem ist. Die Züge stehen jetzt alle ein bisschen blöd in der Gegend rum und warten alle darauf, dass sie wieder fahren dürfen. Und zwar habe ich vergessen, hier habe ich eine Ampel falsch gestellt. Das ist Punkt 1. Also einmal, das müsste aber eigentlich passen. Ihr dürftet doch eigentlich durchfahren. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, warum er nicht durchfährt. Und wir müssen natürlich dem Signal noch sagen, ey, du darfst hier gar nicht reinfahren, wenn schon 4 Züge da sind. 5. So, also 2 Dinge, die ich vergessen habe. 1, 2, 3, 4 oder 5? 5, okay. So, das sind 2 Dinge, die wir vergessen haben. Die werden wir jetzt mal ganz kurz ändern. So, und zwar sagen wir hier noch maximal. Mal kurz gucken, wo das war. Maximal. Zuglimit da. 5 Stück. Zuglimit 5 Stück. Zuglimit 5. Das müsste da eigentlich sein. Ich hoffe es. So, klack. Gut, dann laufen wir ganz kurz nach hinten und gucken, was da los ist. Hier haben wir ja auch schon ein Problem, sehe ich gerade. Warum haben wir denn hier das da gemacht? Okay. So, dann haben wir das schon mal gleich. Hier haben wir es schon gleich. Hier haben wir es auch gleich. So, und was ist jetzt hier das Problem? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Das ist gleich, das ist gleich. So, aber normalerweise müsste er doch gelb anzeigen, oder nicht? Warum zeigt er rot an? Müsste er nicht eigentlich gelb anzeigen, weil es doch eigentlich... Okay, er fährt jetzt natürlich dann noch rein, weil, ne? Ist klar. Das ist klar, dass er da jetzt noch reinfährt. Aber sollte er nicht eigentlich... Moment. Aber zeigt das nicht eigentlich gelb an? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich eigentlich immer der Meinung war, dass das gelb anzeigt. So, das machen wir mal ganz kurz aus. 5.
Hatte er zu wenig Platz? Er zeigt jetzt natürlich rot an, weil, ne, ist rot, ist klar. Kommen wir hier irgendwie raus? Ja, kommen wir. Perfekt. Noch eine. So, dann parken wir ihn da einmal. Und automatisch. Jetzt dürfte es eigentlich wieder funktionieren. Aber er müsste jetzt eigentlich auf Gelb umspringen. Warum tut er das nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Müsste er nicht auf Gelb umspringen? Weil das ist doch... Lies das nächste Signal auf der Strecke, um bessere Kontrolle über die Züge zu bekommen. Okay, ich verstehe jetzt gerade tatsächlich die Signale nicht. Okay, jetzt fährt er natürlich vorwärts, weil das jetzt gelb ist. Aber sollte er dann nicht eigentlich vorfahren? Oder müssen wir... Moment... Müssen wir die hier hinbauen? So, maybe? Okay, aber auf jeden Fall läuft das jetzt wieder. Erstmal. Wir schauen das uns nochmal an. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Und wir fahren zur neuen Station. Zwar hier hin. Die funktioniert ja jetzt hier tadellos, hoffe ich. Beziehungsweise sieht ja ganz gut aus. Ne? Wir haben jetzt hier 52.000 Kupferdrähte drin. Von daher würde ich sagen, läuft. Ich war eben schon shoppen, das habe ich schon gemacht. Heißt also, wir können auf jeden Fall unten weiterbauen. Copy-Paste, relativ zügig. Kriegen wir schnell hin. Da mache ich mir keine Gedanken. Also, Minimalsgedanken, sagen wir mal so. Wir fahren kurz runter. Und hoffen, dass das jetzt hier oben funktioniert. So, da sind wir auch schon. Ich müsste eigentlich alles im Inventar haben. Wir gucken einfach mal. Ich hoffe, da fehlt jetzt nichts. So, das wird automatisch gebaut. Jetzt hat mir hier schon gesagt... Moment, ich habe mir nämlich da jetzt eine neue Vorlage von gebaut. Und zwar das da. Die würde ich dann tatsächlich einmal dahin bauen. Und das hier lassen wir tatsächlich so, weil das eigentlich ganz cool ist. Okay, wir brauchen einmal ein langes, schnuggeliges Kabel dorthin. Das ist jetzt alles verbunden. Das sieht alles gut aus. Hier brauchen wir jetzt hin das Kupfer und Tin. Das bestellen wir noch. Achso, ja, die ganzen Meldungen sind von gerade. Okay, wir machen hier Kupfer. Das da. Weiß ich nicht, 10.000. Machen wir 15.000. Hört sich besser an. Und 15.000 Tin-Platten. Minus 15.000. Dann hätte er nämlich 5.000 noch im Bestand und müsste dann 10.000 holen. Müsste eigentlich funktionieren. Okay, dann laufen wir kurz rüber. Machen hier wieder das größte auf 4, was wir besitzen. Ah ne, brauchen wir ja jetzt gar nicht mehr. Haha, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Sehr gut. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir haben gesagt, 10 Stück, die brauchen wir doppelt, die brauchen wir einzeln. Da. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Eins dafür, 1, 2, 3 Belts, eins dafür. Das bedeutet das hier. Eine von da, eine von da, eine von da, eine von da. Den machen wir auf lang und...
Das war eine zu lang. Klack, 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 klack. Den tun wir mal ganz kurz schon mal verdoppeln. Sehr gut. Dann können wir das nämlich direkt einstellen. Und zwar einmal lang, einmal kurz. Klack. Ich weiß nicht, ob wir hier zwingend nochmal welche brauchen. Okay, ups. Da kommt natürlich noch der hin und der. So, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, wir lassen den kurz bauen. Wir laufen schon mal nach oben und holen uns ganz kurz neue Strommasten. Da müssten eigentlich noch welche drin. Okay. Da sollten eigentlich noch welche drin sein. Interessant. Okay, dann bauen wir uns hier welche. Wir haben noch ein paar Sachen mit. Vielleicht reicht das für das, was wir brauchen. So, dann Copper Wireless. Die. Blub, 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 blub. Passt. Sitzt und hat Luft. Das da kopieren wir uns mal ganz kurz und führen das in diese Richtung. Und dann in diese Richtung. Dup. 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 Okay. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dam, da-dam, da-dum. Da-da-dum. So. Okay, in der Mitte kommt hin rein. In den Außen kommt der Kopper rein. Und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Mehr oder weniger. Wir fahren das Ganze jetzt natürlich noch ein. Du bist Nummer 1. Du bist Nummer 2. Auch hier werden wir wieder, da haben wir das nämlich schon vorbereitet, 1, 2, das Ganze einmal sperren, dass wir nicht zu viele haben. Auch hier werden wir so, weiß ich nicht, 25.000 machen. Das ist irgendwie, glaube ich, Entschuldigung, da kommt natürlich kein Minus hin. Wir liefern es, wir wollen es ja haben. So, mir fehlt noch der Copper und mir fehlt noch der Radar. Radar machen wir eben fertig. So. Radar steht. Somit haben wir das Radar. Der Tin fehlt mir noch. Der dauert mir ein bisschen zu lange heute. Okay, ich sehe schon. Ich sehe, warum. Hier sind noch die alten kleinen Belts. Gut. Tin kommt runter. Ich möchte nur gucken, ob jetzt wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich nehme aber an schon. Ich mache mir da irgendwie gar keine Gedanken gerade. Wir hätten die eigentlich zusammensetzen können, ne? Oder? Nee. Doch, nee. Nee, hätten wir nicht. Alles gut. Ich war jetzt wieder doof. Ich war doof. Dup, du, 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 du. Ich bin immer noch doof, glaube ich. Weil 5 Stück. Also ich bin doof. Okay, ich merke schon. Ich bin auf jeden Fall doof. Die hätten die Hälfte gereicht. Weil wenn ich jetzt hier. Moment. Das ändere ich mal. Mache ich hier 10 hin. Wäre nämlich 6 Belt. Nicht. So. Egal. Egal. Oder bin ich jetzt? Ich habe 20. Ja, ich bin doof. Natürlich bin ich doof.
Also die hinteren fünf werden niemals anspringen. Die hinteren fünf werden niemals anspringen. Und zwar wegen den Copper Wireless. Ah, oh, hoppala. Da hatten wir ja ganz was vergessen. Und zwar das da. Genau, er fängt direkt an zu sortieren. Das ist ja das, was wir wollten. 100, 100, genau. Das läuft. Okay, die Story haben wir auch abgeschlossen. Heißt also, der Punkt ist durch. Plupp. Fehlt nur noch der hier. Dafür bräuchten wir aber noch zwei Punkte tatsächlich. Und einmal der hier. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Da müssen wir, haben wir uns doch schon was vorbereitet. Aber dafür haben wir die Materialien nicht. Also wir bräuchten auf jeden Fall nochmal einen neuen Slot. Okay, wir fahren eben nach Hause, gucken ganz kurz, was wir dafür brauchen. Die Frage ist jetzt gerade tatsächlich, sollte ich mir hier wirklich... Ich muss gerade was testen. Wait a minute. Das lösen wir einmal. Dann würde ich sagen, ich hätte gerne das daraus. Dann wären es 14. Ich glaube, wir machen es nächstes Mal wirklich so. Also, dass wir sagen, okay, wir wollen ein Belt oder wir machen zwei Belts draus. Mach doch mal so. Wäre natürlich geiler, ne? Dann hätten wir... Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wasser. Kohle ist ja so oder so schon anliegend. Warum willst du das denn unbedingt mit der Kohle machen? Warte mal. Können wir das nicht mit dem Carbon sogar machen? Oder wir machen es wirklich mit der Kohle. Oh, das ist aber wirklich ein großer Unterschied, ne? Wenn ich jetzt das... Hier brauchen wir 49, hier brauchen wir 40. Okay, wir machen es mit dem Carbon, glaube ich. Oder? Was brennt denn hier besser? Komm, wir nehmen die Charkohle. Scheiß drauf. Okay, also wir brauchen 10 Stück. Bitte was? Für die? Okay. Gut. Genau diese Liste bauen wir. Es ist auch einfacher für mich, was wir so bauen und so weiter. Also wir brauchen 10 Heizkessel 2 sind das sogar. Interessant, interessant, dass ich da 10 Stück von brauche, hätte ich... Wäre mir jetzt... Also wäre ich jetzt nicht drauf. Also, wir haben 9. Ich bin erstaunt. Sorry, ich bin gerade erstaunt. So, 10. Und dann brauchen wir die Liquid-Dinger. Da haben wir welche Stufe? Tier 1. 27. Jetzt haben wir 18. Steine waren hier noch. 18. 18. 18. 19, 20, 22, so, warum springt er eigentlich immer wieder zurück? Normalerweise bleibt er doch da stehen, 22, 27, okay, dann haben wir das, dann würde ich direkt das andere Rezept auch mal ganz kurz durchgehen, und zwar das hier. Hier bräuchten wir, das wird jetzt gemacht, ich möchte gerne, ja was möchte ich denn gerne, Matrix auflösen auf jeden Fall schon mal, wir hätten gerne, den machen wir auch aus, machen wir das hier jetzt auch so oder was, 32 Stück, da kommt natürlich jetzt richtig was durch, ne? Also da kommt richtig, richtig was durch und wir könnten die zwei Sachen immer noch zusammen auf ein Band legen. 32. Okay, dann machen wir das so, oder? Holen wir uns nochmal... Was ist denn da los? Warum habe ich hier keine Kohle angelegt? Warum habe ich hier überhaupt keine Kohle? Na gut.
Da, bitteschön. Ich bin gerade verwundert. Okay. Wo war ich? Einkaufen. Und zwar die da. Okay, 32 haben wir. Wie gesagt, wir gehen kurz ein bisschen einkaufen hier. Wir gehen shoppen, dass wir alles für den nächsten Bauabschnitt haben. Was brauchen wir noch? Das sieht noch gut aus. Würde ich aber tatsächlich davon nochmal welche mitnehmen. Davon ein. Wir können gleich auch mal den Zug wieder voll machen, dass wir da auch wieder ein bisschen Vorrat drin haben. So, oh. Das war, glaube ich, ein bisschen too much, oder? Das war ein bisschen too much. Da nehmen wir auch mal welche mit. Hier nehmen wir mal welche mit. Die sind mal kurz zum Zug. Dup, du, dup, du, dup, du, dup, du, du. Und packen alles ein, was nicht nagelfest ist. Okay. So, was fehlt? Ja, die fehlen immer. Aber das ist kein Problem. Schienen fehlen ein paar, das ist auch kein Problem. Okay. Also wir haben, glaube ich, alles. Wir haben viel zu viele Ampeln, warum auch immer. Warum haben wir so viele Ampeln mit? Die schmeißen wir mal ganz kurz da rein. So. Okay, das heißt, wir können den nächsten Step machen. Achso, nee, wir können wir noch nicht. Mir fehlt noch Wasser. Check, wie viel Wasser brauchen wir? Ganz kurz, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube aber, da wird einer reichen. Naja, eine Pumpe reicht. Haben wir denn noch Wasser? Ja, haben wir auch. Wasser haben wir auch mit. Rohre haben wir mit. Die sind noch voll hier. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja, dann müssen wir nur noch, muss ich nur noch einen nächsten City-Block bauen. Das ist aber kein Problem. Das mache ich jetzt gleich mal nebenbei. Und dann geht es demnächst weiter mit der nächsten Folge. Beziehungsweise morgen geht es weiter mit der nächsten Folge. Und dann bauen wir die nächsten zwei Bauabschnitte hier. Und dann gucken wir mal, was der Rest uns so bringt. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.